Und bei mir im Waldstudio in Dresden, da ist jetzt der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer. Guten Abend. Guten Abend. Herr Kretschmer, es gab in diesem Wahlkampf Überschriften wie allein gegen die AfD. Sie wurden als Ein-Mann-Bollwerk beschrieben. Wie groß ist der Stein, der Ihnen heute Abend vom Herzen fällt? Das ist eine große Gemeinschaftsleistung. Ich bin da sehr dankbar. So viele Menschen haben mitgetan aus allen gesellschaftlichen Gruppen, natürlich auch aus der Sächsischen Union. Und wir sind schon sehr froh, dass wir so viel Vertrauen bekommen haben, dass es eben nicht so eine Protestwahl war wie bei der letzten Europawahl oder bei der Bundestagswahl oder bei auch mancher Kommunalwahl. Die Menschen sind sauer über diese Bundespolitik. Sie sehen bei Migration, bei der Energiepolitik diese großen Versäumnisse. Aber sie haben diesmal gesagt, Sachsen ist uns wichtiger. Wir klären hier unsere sächsischen Interessen. Und das macht mich sehr froh, auch ein bisschen stolz, weil das ist ein großer Vertrauensbeweis. Jetzt werden Sie sich ja in einer nächsten Koalition gehörig verbiegen müssen. Sie haben Stand jetzt zwei Optionen, wackelig Kenia. Da haben Sie gesagt, die Grünen sollten in Sachsen nie wieder regieren. Oder das Bündnis Sarah Wagenknecht. Mit wem wollen Sie denn zuerst sprechen? Also, dass ich mich verbiege, das hat bis jetzt noch niemand behauptet. Und das ist bestimmt auch nicht Ihr Ernst, weil das ist nun überhaupt nicht meine Charaktereigenschaft. Ich finde, als allererstes reden wir mal über die Gründe, warum das alles so ist. Denn es kann ja nicht sein, dass eine Wahl nach der anderen hier im Desaster endet. Und wie soll das eigentlich mit der Bundestagswahl gehen? Ist es wirklich geplant, dass dieses Land den Populisten ausgeliefert wird? Schauen Sie sich die Umfragen und die Wahlergebnisse jetzt in Thüringen an. Diese übergroße Mehrheit für Parteien, die nicht aus der demokratischen Mitte kommen heraus. So geht das doch nicht weiter. Herr Kretschmer, aber Sie haben jetzt meine Frage nicht beantwortet. Mit wem wollen Sie zuerst sprechen? Mit den Grünen, von denen Sie gesagt haben? Ich möchte gerne über die Gründe darüber reden, weil ich finde, so einfach so drüber zu gehen, das war's jetzt, Haken dran, hat uns genau in diese Situation geführt. Es gibt ein großes Politikmisstrauen und das muss enden. Hier muss ein anderer Politikstil in diesem Land, in Berlin, einziehen. Ansonsten ist das wirklich gefährdend für die Demokratie in Deutschland. Trotzdem werden Sie überlegen müssen, mit wem Sie sprechen. Und vielleicht hilft uns bei der Beantwortung Jörg Schönborn weiter. Ja, ich springe hin und her, so wie er auch mit den Themen hin und her springt. Aber dann fange ich mit diesem Thema Koalition mal an, Herr Kretschmer, weil das in der Tat eine schwierige Entscheidung ist. Wir haben nach beiden möglicherweise dann möglichen Bündnissen gefragt, dem jetzigen Kenia-Bündnis und dem Bündnis von CDU, SPD und BSW. In beiden Fällen ist es ein Viertel, dass das für eine gute Regierung hält. Auch unter Ihren Anhängern ist das Urteil nicht sehr viel positiver. Ich gebe aber noch was anderes mit. Sie haben vom Vertrauen gesprochen, das verloren gegangen ist. Dazu gehört, dass Kompetenz in fünf wichtigen Politikfeldern, vor allem der AfD, in beiden Bundesländern zugemessen wird. Die SPD verliert traditionell bei sozialer Gerechtigkeit, die CDU bei Wirtschaftskompetenz. Das hier ist die Entwicklung der Wirtschaftskompetenzkurve der CDU in Sachsen. 40, muss man sagen, ist verglichen mit anderen Ländern immer noch ein hoher Wert. Aber wenn wir uns insgesamt das ansehen, dann sehen wir Arbeitsplätze minus 14, Kriminalität minus 11. Da ist die AfD vorn, Flüchtlingspolitik 21 minus 1. Auch da ist die AfD vorne. Herr Kretschmer, auf Ihrer Homepage, um mal nicht die Frage entweder oder zu stellen, da nennen Sie Helmut Kohl, den Kanzler der Einheit, als Ihren persönlichen Antrieb. Wie sollte das zusammengehen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, mit einer Parteigründerin, die ja eigentlich für die Denkschule des Kommunismus steht? Also die schlechteste aller Varianten ist, überhaupt keine Regierung zu haben. Und deswegen sage ich jetzt, es braucht viele Gespräche. Ich denke, es braucht auch Geduld. Es braucht vor allen Dingen den klaren Antritt, dass es zuerst um das Land geht, nicht um irgendwelche Parteiprogramme, sondern Sachsen dienen, den Menschen dienen, sich gemeinsam zu überlegen, was möchte man in den nächsten 5 Jahren erreichen. Und es gibt keine Garantie, dass das klappt. Aber man muss sich auf den Weg machen. Wir werden morgen Abend im Landesvorstand sprechen, dann werden wir mit der Fraktion sprechen, mit den Kollegen, die gewählt sind. Und dann gehen wir in ergebnisoffene Gespräche und werden sehen, wo wir am Ende enden. Ich bin der Meinung, dass wir eine Verantwortung haben, auch aus diesem Wahlergebnis heraus, diesem Land eine stabile Regierung zu geben. Das ist das am Ende das, worum wir gebeten haben jetzt die letzten Wochen. Das ist jetzt rausgekommen. Und über das Ergebnis sprechen wir, wenn wir soweit sind. Danke, Michael Kretschmer.